Hallöchen, weiter geht's bei Outward in der Wüste. Mit Hi. Chris. Hi. Hi. Mir ist gerade eingefallen, ich werde mir noch eine Pistole kaufen. Du wirst dir noch eine Pistole kaufen. Ja, ich gehe dann schon mal zur Königin, ja? Mach das. Wahrscheinlich muss das Gebiet wechseln, eh auf mich warten, aber mach das. Ja, bei dem Dings musste ich nicht warten, oder du auch nicht, beim Abendviertel. Stimmt. Mal schauen. Mhm. Ja, mal schauen, wie es ist. Ich könnte mir jetzt für 350 einfach eine Kanonenpistole holen. Aber die eine, die so viel Wucht hat, finde ich spannend. Weil wenn du da drauf schießt und ich noch mit dem Bogen hinterher, genau, dann liegt der am Boden. Wucht, genau. Ja. 350. Aua. Dann habe ich noch 90 Silber und mich auf welche Pleite fast, ey. Ach, komm schon. So, Palast der Helden betreten. Ja, da kommt man so rein. Kommst einfach nach, ne? Ja, kein Problem. Mach schon mal. Geh schon mal ohne mich weiter. Ich bleib weit hinter dir. Ich bin schon beim König. Hier ist noch Kiroak. Wie kann ich dir helfen? Aber wie du redest schlecht von mir. Ich hoffe, du genießt das heldenhafte Königreich Levant in all seiner Pracht. Ich bin Dingsbums, Alchemist, Politiker und Philosoph. Sperr die Ohren auf. Ich war es, der König Simeon und Königin Galixa davon überzeugt hat, Levant zu einer Nation unabhängig von den Gesetzen der Blauen Kammer zu erklären. Wir bereuen es nicht. Hier kann jeder seine Träume verwirklichen, ohne von Stammesgesetzen beschränkt zu werden. Okay. Guten Tag, König Simeon. Hallo, Tag auch. Hi. Ah, du musst neu hier sein. Wir haben schon von dir gehört. Willkommen im heldenhaften Königreich Levant. Ich rede gerade mit dem König. Ruhe auf den billigen Plätzen. Redet die einfach rein. Guten Tag, Chauvinist. Nett, mit dir zu plaudern. Ah ja. Ich bin König Simeon und das ist meine Königin Galixa. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass du weißt, wie man da draußen zurechtkommt. Als Söldner wärst du uns sicher ein großer Gewinn. Wir stehen unter ständiger Bedrohung. Wenn du uns helfen kannst, wären wir überglücklich. Gelobst du, dich für die Ideale des heldenhaften Königreichs Levant einzusetzen, um uns dabei zu helfen, einen Ort zu schaffen, wo die Menschheit mehr als nur überleben kann? Ich glaube nicht, dass ich dafür geeignet bin. Tut mir leid. Ich nimm den Seppel da hinten in der Dose. Nein, ich verpflichte mich mit dem heldenhaften ich verpflichte mich. Okay. Dies ist ein Wendepunkt in meinem Leben. Bin ich sicher, dass ich mich dem heldenhaften Königreich Levant verpflichten möchte? Ich verpflichte mich, habe ich doch gesagt! Ausgezeichnet. Das heldenhafte Königreich Levant freut sich, dass du nun zu seinen Bürgern zählst. Wenn du Arbeit suchst, hat Dingsbums bestimmt einiges für dich zu tun, das gut bezahlt wird. Ich möchte bei dir etwas lernen. Oh, schau mal. Spendier mir ein paar Runden im Gasthaus, sagen wir im Wert von 50 Silber, und ich zeig dir meine ultimative Technik, Simeons Gambit. Ich hab keine Ahnung, noch nie gehört. Ich werde hier so mein Geld los für einen Scheiß, ne? Na, bitte, da, friss. Mehr gehört. Gehen wir raus und dann zeige ich es dir. Als erstes lockst du deinen Gegner mit einer tiefen Haltung an und konterst mit... Und wenn er nicht drauf reinfällt, stichst du schnell auf Schulterhöhe zu. Du ahnst ja gar nicht, wie oft das Leute auf dem falschen Fuß erwischt. Klingt nach einem Dolch. Ja. Klingt so verdammt nach einem Dolch. Den Helebarden-Skill haben wir immer noch nicht gefunden. Prüf das nachher nach. Ja. Nehmen wir uns Gambit. Benötigt Speer. Speer auch noch. Okay, alles klar. Ja, dann. Lenkt einen Nahkampfangriff ab und kontert mit einem mächtigen Schlag. Du schlägst auch zu, wenn kein Angriff abgewehrt wurde, aber mit weniger Schaden. Oh, das ist cool. Das finde ich cool, weil dann bist du nicht darauf angewiesen, dass du wirklich einen Schlag abwehrst. Wie, bei wie kann ich dir helfen? So, der hat dann die Questense. Dachte ich. Wie kann ich dir helfen? Nee, bei Sirenen, oder? Ach, ja, stimmt. Ich dachte bei Dingsbums. Nee, das weiß ich bei Dingsbums. 50 Silber hat sie mir abgenommen. König! Was hier ist Prinz. Guck mal, Prinz Jaden. Du scheinst einigermaßen zäh zu sein. Wie ist die Welt da draußen, Abenteurer? Es ist Jahre her, dass ich die Abrasar-Wüste verlassen habe. Mutter meint, oder ich blamiere sie bei wichtigen Sitzungen. Warum zählst du mich nicht bei einem Humpen von deinen Reisen? Ich lade dich ein. Ja, würde ich gerne, aber dann lad mich auch ein. Hallo? Mir wurde Trinken versprochen. Mir wurde ein Humpen versprochen. Was kann ich für dich tun? Einmal diese Prinzen, weißt du? Oh, eingebildete Fatzkes, ey. Aber total. So, jetzt plündern wir noch den Palastkeller. Oh Gott, wo geht's denn hier? Keller? Wo hier? Hallo? Wo? Oh. Da. Hoch. Oh. Bin oben. Ich denke, der Keller. Hier oben steht noch was. Hier ist noch Prinz Pietro. Wie kann ich dir helfen?
Viel um die Ohren, Drohnenanwärter zu sein, ist ein Vollzeitjob. Ich muss die ganze Zeit hier stehen. Ich muss bei allem, was sich das Königreich betrifft, ständig auf dem Laufenden sein. Und ich muss ständig auf der Hut sein. Das ist anstrengend. Oh, es tut mir so leid. Ja, ich habe auch echt, ich bin total... Das ist echt dunkel hier in diesem Palast. Ich meine, nicht genug Geld für ein paar Lampen. Ah ja, hallo, der wollte mir gerade 50 oder hat mir 50 Silber abgeknöpft dafür, dass er mir diesen Speertrick zeigte. 50 Silber, der König. Als hätte der nicht. Ja, jetzt können wir mal ein paar Glühbirnen reinschrauben. Wahrscheinlich LED-Glühbirnen hier einfach. Das ist echt der Unterstadtpassage. Oh ja? Ja? Was machen wir hier? Kanalisation reinigen. Okay. Wollen wir vielleicht erstmal mit dem Onkel da draußen reden? Vielleicht schickt er uns ja in die Unterstadtpassage. Nicht, dass man jetzt so. Er schickt uns zurück nach in den Ender. Ja, kann sein. Das geht jetzt quasi. Ja, das hier ist keine. Hier gibt es doch bestimmt Load. Hallo. Hallo, Loot. Also, mein Loot-Riecher schlägt aus. Ja, mein. Oh, jetzt beugst du dich aber weit aus dem Fenster, wenn jetzt hier nämlich kein Loot ist, Koja. Hier ist ein Hebel. Ich habe irgendwas hier rechts von uns gehört. Wo ist hier was aufgegangen? Stimmt, irgendeines der Regale plötzlich weg ist und dann einen Geheimgang freigibt. Oder wir haben irgendwo anders wieder was aufgemacht. Ja, jetzt ist der unter den Thronen hier. Nee, hier kann man her, oder? Oder? Nee, da hinten kann man her. Ja. Hier kann man nicht her. Bei mir ist ja nichts offen. Bei mir ist so jetzt durch die Wand geglitscht. Geil. Ich guck mal, ob ich den Hebel auch betätigen kann. Mach mal. Ja, jetzt ist die Wand wieder zu. Okay. Ja, bei mir aber. Geh du durch? Bei mir ist sie jetzt auf. Ja, dann geh du durch. Ich mach die jetzt auf bei mir wieder. Ja. Jetzt ist sie wieder zu. Scheiße. Komm. Musst du nachher wieder, wenn du raus bist, musst du sie nachher wieder aufmachen. Ja, muss ich dich wieder irgendwie zumachen. So, guck mal, hier ist eine Kiste. Bei mir ist hier keine Kiste, weil hier ist die Wand zu. Was? Ach so, wahrscheinlich wird die auch geschlossen. Ach so? Also wahrscheinlich wird es. Hier ist ein Bücherregal jetzt quasi. Du läufst bei mir gerade permanent gegen ein Bücherregal. Na sowas. Cool, ja. Aber hier die Treppe, die schaffst du. Ja, die ist da. So, hier ist noch ein Hebel. Siehst du jetzt hier vor mir eine Wand? Ist hier zu oder offen? Ja, die ist zu. Hier ist zu, hier kann ich durch. Ja. Okay. Jetzt ist er auf. Ja, dann geh du durch. Ja. Mache ich wieder auf und gehe auch durch. Ja, hier kann man jetzt zur Not runterfallen. Schalterrätsel. Schalterrätsel. Wo sie nicht gedacht waren. Aber echt. Jetzt sind wir hier oben. Da hinten ist noch ein Schalter. Wait for me. Okay. Jetzt ist die Brücke weg. Ja, genau. Bei mir auch. Drück nochmal. Warte mal. Betätige mal. Ja, die beeinflussen sich gegenseitig. Ja. Ich wüsste nur gerade nicht, wie man das alleine lösen soll, das Ding. Ja, den einen Schalter benutzen, den anderen wieder nicht und so. Das ist halt hin und her rennen. Ich glaube, das geht, aber. Weil ich glaube, wenn du einen Schalter benutzt, werden die anderen damit umgelegt. Aha. Da drüben was Schönes? Handwerk, Eisennägel, nee, Kalkstein. Das ist eigentlich nur Schund. Ich verkaufe mir gleich alles. Kannst du nochmal den Schalter betätigen? Hier sehen so Bücherregale aus, als werden sie verschwinden. Habe ich gerade gemacht? Nee. Jetzt nur bei die Dings weg. Die Brücke weg. Brücke weg, ja. Aber hier sieht, das sieht definitiv nach aus, als würde es hier weitergehen. Bring mich mal wieder heim. Mhm. Ich komm mal wieder zu dir rüber. Könntest jetzt mal versuchen, warte mal, den anderen Schalter umzulegen. Den hier oben, ne? Ich habe jetzt bei dir die Brücke aktiviert, deine, und wenn du den da oben umlegst. Ja, aber dann ist die Tür zu, dann komme ich nicht mehr raus. Jetzt? Ja, also hier ist jetzt bei mir die Tür auf. Welche auf? Jetzt ist es bei mir zu, Das was denn? Schwierig. Da, wo du jetzt stehst, das rot gepolsterte da oder was? Nee, also die Tür quasi, wo du durchgelaufen bist gerade. Die ist zu bei mir. Ach so, ja, gut. Jetzt ist sie bei mir auf. Das ist halt, ja.
Schwierig. Und das rot gepolsterte ist bei mir alles zu hier. Kannst du mal hierher kommen? Ja. Jetzt ist ja zu bei dir, ne? Richtig. Moment, dann komm mal durch. Mhm. Geht nicht, wa? So, jetzt habe ich sie zugemacht. Okay, bei mir ist jetzt, bei mir ist jetzt auf. Ja. Reise. Da drüben irgendwas aufgegangen. Sieht man, du kannst ja trotzdem rüber gucken. Ich kann da nicht rüber gucken, leider. Ah, okay. Pass mal auf, ich mache jetzt nochmal. So. Jetzt ist ja auf bei mir. Ja, ja, genau. Geh mal bitte raus und beweg mal die Brücke nach rechts. Ja, auf dem Weg. Dann komme ich hier bloß nicht mehr weg. Ja, ja, ach so. Ach, fuck. Weiß, was du wolltest, aber. Aber warte mal, man kommt hier doch wieder runter und dann kommt man, kann man doch wieder hochlaufen. Ach, so wird's sein. Trottel. So wird's sein, das ist der Trick. Drück mal nochmal bitte den Schalter, den du gerade gedrückt hast. Genau, jetzt ist unten die Tür nämlich offen. Jetzt kann ich nach unten und kann den Schalter wieder drücken. Okay. Und du kommst jetzt trotzdem rüber. Nee, bei mir ist jetzt zu. Warte. Da bin ich wieder, so. Jetzt ist doch auf, ne? Jetzt ist auf, ja. Und jetzt geh mal rüber. Weil bei mir, ich komme jetzt nicht mehr rüber, aber die Tür, die Dings ist drüben. Ja, also hier ist immer noch zu. Hm. Drück nochmal einen Schalter. Hast du? Warte, warte. Jetzt. Nee, passiert nicht. Ha. Also so macht man es, glaube ich, alleine. Ja, ja, dass man da runterfällt. Ja. Dass man dann da runterfällt und dann hier rüberkommt. Und ich glaube, das ist aber schon alles. Aber das sieht doch eindeutig aus. Das sieht sehr danach aus, ja. Irgendeinen Schalter haben wir übersehen. Guck mal, ob unten noch ein Schalter ist, den ich noch nicht gesehen habe. Wo kommt man runter? Da? Ach nee, du bist gerade unten, okay. Wie sind wir überhaupt wieder so schnell hochgekommen? Bei mir ist hier, glaube ich, alles zu. Jetzt müsste es auf sein. Ja, jetzt ist auf. Genau, weil bei mir ist jetzt oben zu. Für uns funktioniert es quasi unterschiedlich. Ja, das ist ja schade, dass das dann zu der ohnehin schon etwas rätselhaften Schalterstellung hier dann noch. Warte mal, hier, wenn ich jetzt hier an dem Schalter. Ja, das ist. Schwierig. Bist du wieder in dem Raum, wo man. Wo, ich bin in dem Brückenraum. In dem Brückenraum. Kannst du über die Brücke gehen und gucken? Ja, warte. Also ich bin jetzt rechts, ist die Brücke jetzt bei mir. Ja, ja, genau. Über die Brücke, da wo wir vor der Wand standen, wo wir sagen, die muss doch noch weggehen. Bücherregal ist noch zu. Okay, Moment. Und jetzt? Leider auch noch. Schade. Ah. Okay. Ja, dann müssen wir da wohl drauf verzichten. Schade, ja. Irgendwelche klugen Leute haben das bestimmt schon rausgefunden. Ich hab echt keine Idee. Wenn die Brücke links ist, war das ja auch zu. Da habe ich auch davor gestanden. Ja, 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 hatten wir schon ausprobiert. Aber da ist bestimmt dann der Epic Loot hinter, ne? Also kann ich mir schon vorstellen. Irgendwo muss noch ein verborgener Schalter sein. Kommt noch eins. Ich suche hier unten gerade auch alles ab, aber irgendwie finde ich auch nichts. Wieder raus, ja. Nicht danach aus. Wie kriegen wir jetzt überhaupt die Brücke wieder zurück? Indem du die Tür wieder schließt quasi. Also wieder einen Schalter umlegst. Dann müsstest du die Brücke zurückfahren, oder? Ja, aber dann komme ich ja nicht mehr hoch. Also alleine, solo, würde ich sie nie wieder zurückkriegen. Wenn sie einmal rechts ist. Ich komme jetzt auch nicht nach oben, weil die Tür hier zu ist bei mir. Faszinierend. No. Na gut, komm, geh mal raus. In der Tat. Scheiß da, blöder Palast. Wer baut denn so einen Scheiß? Aber echt. Ah ja, da stehst du jetzt vor der Tür. Und wie kommen wir da raus? Na, einfach an die Tür gehen. Ach so. Ich dachte, das war auch eine Hebeltür. Nee, glücklicherweise nicht. Das ist die End... Das ist die Rausgehtür. Die Rausgehtür, oh Gott sei Dank.
Aber mit diesem ganzen Ausgang, aber mit diesem ganzen Gebacke, dadurch, dass du die umgekehrt betätigst wie ich, hatte ich jetzt echt Schiss, dass wir irgendwo dann am Ende eingesperrt sind. Ich hoffe, das lösen sie mit dem Patch, dass diese Koop-Bugs weg sind. Total wichtig. Anstrengend, ey. Und dann können wir es auch gerne nochmal versuchen. Weil so müssen wir doppelt um dreifach um die Ecke denken, weil wir mal überlegen müssen, wie es bei dem anderen ist. Hm. Schau mal, vielleicht ist hier noch ein weiterer Keller. Hey. Nee, hier sind die Zellen. Ach so. Also, verstehe mich bitte keiner falsch so, aber das ist der Palastsaal und du gehst einen Raum weiter und bist bei den Zellen. Was ist denn Das sind die Privatgemächer von König und Königin. Ach, die haben das da sind so spezielle Vorlieben. Speziell. Die sind speziell. Ich verstehe. Aber es ist so, ne, das ist so, was wir schon öfter mal bemängelt haben, dass das alles relativ oberflächlich designt ist. Wenn es Nacht in Levant wird. Oh Gott. Dann verdienen sie sich was dazu. So, ich habe noch keine Arbeit für dich, Koya. Komm in ein paar Tagen wieder. Versuche bis dahin, dich ein wenig in Abrasar einzuleben. Es ist sehr gefährlich hier. Okay, er hat noch keine Arbeit. 2 Tage oder so müssen vergehen. Ich bin mir nicht sicher. Und dann können wir mit ihr reden. Wir kriegen auch einen Questeintrag von wegen, wir sollten jetzt wieder zurück zu ihm, ihr. Ah ja, okay. Dann verscherbe ich jetzt gerade mal den Kram, den ich da rausgelootet habe. Das war jede Menge. Kann ich dir helfen? Ja, und das dann würde ich sagen, gucken wir mal nach dem versunkenen Schiff. Im Sand versunkenen Schiff. Ich glaube, dann müssen wir leider Gottes erstmal schlafen. Ja. Aber wieder mal. Wir haben die Nacht schon wieder rumgekriegt. Kaltstein, braucht man den nicht für irgendwas? Ja, irgendjemand wollte Kaltstein, aber das war, glaube ich, die. Ich glaube, in Dingeling, in Berg. In Dingeling. Dingeling, brauchst du zufällig Pistolenkugeln? Ja. Wenn du noch welche hast, bitte nicht wegschmeißen. Gebe ich dir dann gleich. Cool. Rucksack hattest du noch keinen, ne? Nee. Dann schmeiß ich mal vor dein Zelt meine Rüstung hier. Also die gepolsterte Rüstung. Schmeiß dich mal vor mein Zelt. Ja. Wie man das halt so richtig macht, ne? Ehrerbietung, weil damit ich wieder ein bisschen. Ist schon recht schwer. Ja, bin ich voll dafür. Händler hat zu wenig Silber. Ach, leck mich! Kuya, du hast einfach zu viel Geld. Entschuldigung, du hast einfach zu viel Geld. Ja. Das du hast zu viel Wasser getrunken. Kaffee und Wasser, ja. Tut mir leid. Willst du was kaufen, Junge? Das ist ein bisschen unangenehm, auch nur ein ganz klein bisschen. Ja, der hat auch nur noch 37 Silber. Der muss mal zum Schmied. Was ist das für eine Händlerstadt? Ah, da unten wäre der fahrende Händler gewesen. Genau. Hier wäre auch noch. Hör mal. Genau. Junge, Junge. Wie kosten denn Kugeln eigentlich? Wie viele Kugeln hast du denn im Inventar? 6. Kaufe ich dann noch welche nach? 6 reichen erstmal. Bis dann finden wir wieder neue Banditen und Schurken. Sowieso. Kugeln kann man auch irgendwie herstellen. Ich glaube, das war. Zumal du ja mit 6 Schuss sind ja quasi 6 Kämpfe. Du wirst ja nicht während des Kampfes dann noch 5-mal nachladen oder so. Nein. Also insofern wirst du ja auch nicht bei jedem Kampf verwenden. Kugeln. Aber hier gibt es für 35 das Rezept für Kugeln. Bye-bye Geld. Ja, ich hätte es auch nachschlagen können, aber wir sind halt mit dem Spiel und dann muss man halt auch mal. Habe ich hier gerade noch was in den Verkauf geschmissen, das da Handel bestätigen. So. Und dann schmeiße ich das Zeug wieder in den Rucksack. Du hast schon einen hingestellt, denke ich mal. Ein Rucksack? Ja. Nee, ich habe einfach was vor dem Zelt abgeworfen gerade. Ach so, oder so. Ne, weil, ja. Ach komm, ich kaufe jetzt diesen Rucksack für 44 jetzt drauf gepfiffen. Dickes Öl und Eisenschrott brauche ich für Kugeln. Kann ich dir helfen? Aber ich brauche doch das dicke Öl noch. Oh. Rucksack her. Das hier wird mir erstmal richtig ausgenommen in dieser Stadt. Ja, aber so richtig, ja. Ich habe 1000 Silber. Wo ist der? Dafür kann man hier auch gut verkaufen. So. Ja, nur wenn du bei mehr Einnehmen auch gleich mehr ausgibst, dann ist das so ein wenig. Dafür können wir, wenn wir sagen, hey, wir gehen jetzt nochmal zum ersten Kannibalen und so, den Loot quasi behalten und dann hier verkaufen, anstatt den Berg. Und dann kriegt man ja ein bisschen mehr raus. Obwohl ich auch gelesen habe, auch wieder unter deinen Kommentaren, dass da wohl wahrscheinlich ein legendärer Streitkolben dabei sein soll, ne? Wo? Bei dem ersten Kannibalen. Bei dem Wendigo, mit dem wir noch ein Hühnchen zu rupfen haben. Ja, soll er mal
Leg dir da die Kugeln gerade rein, ne? Oh ja, danke schön. Habe ich 9 Kugeln? Das ist doch was. Diese Fähigkeit, dass du auf Entfernung, größere Entfernung antappen kannst, ist sie nur, gilt die nur für einen Bogen? Ja, ne? Wenn du einen Bogen in der Hand hast, glaube ich, war das. Da muss ich gucken gleich. Oh. Weil sonst wäre die für mich natürlich mit auch ganz praktisch, dass ich nicht so nah ran muss für die Kugeln. Ja. Ich wüsste jetzt eher. Spontan würde ich erstmal sagen, das würde immer gelten, aber. Weiß ich nicht. So, lass mal gucken. Ach so, ist eine Passive. Wo finde ich die denn überhaupt? Hast du da so einen Tab nach unten hin? Ah, Passive, genau. Auge des Jägers. Du kannst beim Einsatz des Bogens Gegner überkursieren. Ja. Okay, ja. Komm. Ach nee, Pofen nochmal, ne? Ist Nacht. Ist Nacht, genau. Dann setze ich ja den Nachtschwärmer hier. Jetzt ist alles wie immer. Oh. Übrigens, du siehst ja jetzt, wir haben ja kaum verbranntes Mana. Nö, müsstest du auch haben. Ja. Das liegt daran, dass wir repariert haben. Halbmana. Halbmana, echt? Ja. Wenn du lange reparierst, dann wirst du halt irgendwann, also ich habe jetzt Müde nicht, aber wenn du lange reparierst, dann Achso, nee, ich habe auch viel geschlafen. Genau, also wenn du wenig schläfst, aber viel machst währenddessen, also Wache hältst. Warte auf andere. Ja. Ja, ich will ja nie müde sein, ich will ja kämpfen. Na, müde bin ich auch nicht, tatsächlich noch nicht. Ich kann auch gar nicht reparieren, weil alles voll repariert ist. Kannst du trotzdem reparieren auswählen, oder? Nee, konnte nichts bei reparieren machen. Wie? Hätte Wache halten können, aber ja. Ja, gut. Kann man machen, ne? Kann man, muss man aber nicht. Es kam gerade eine Mail rein, wie professionell. Naja, siehst du. Hab ich zu viel Wasser und du zu viele Mails. Ich zu, ja, das sowieso. So, jetzt haben wir es nach 3 Folgen endlich raus aus Levant geschafft. Levant. Naja, mein Gott, du musst da auch vorbereiten, ne? So ist es halt im Spiel. Und wir haben ja auch viel, also ich meine, wir waren ja auch unten in dem Palast unten drin, ne? Mit Rätsel und haben ja auch einige Skills jetzt gelernt und dieses Armenviertel, das ist halt auch noch groß, diese Stadt, mit den ganzen Vierteln und so. Ist halt so. Aber finde ich auch, das gehört einfach zur Erkundung dazu, ne? Ja, wir jetzt alles wegschneiden können, aber dann hätten wir irgendwie auch nichts von der Stadt gesehen. Nee, Abenteuer werden wir jetzt sehen. Wir wollen ja jetzt zu dem Schiff, ne? Bestimmt. Ich sehe es schon. Da oben ist es. Ausgetrocknetes Schiffwrack. Ne, genau, wahrscheinlich. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Dann machen wir uns doch da können mal wir hin. Auch hier lang? Ich glaube, wir können auch hier lang laufen. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ja, müsste eigentlich auch gehen. Jetzt hauen wir aber nicht mehr vor jedem Pups ab, ne? Kommt auf den Pups an. Kommt auf den Pups an. Da vorne ist zum Beispiel ein Vogel. Wollen wir mal einen Pistolen-Skill ausprobieren? Oh ja, mach mal. Und ich hau mir einen Bogen draus. Sag, wenn du bereit bist. Ja. Dann mache ich mal einen Bogen noch hinterher. Mal schauen, ob er dann liegt. Okay. Schießt du einfach, ich drück dann. Eisenschrott wird benötigt. Warte. Oh, verdammt. Ich krieg hier gerade Besuch. Ja, ich sehe es gerade. Jetzt haut er schon ab. Ja, ich hab. Aber was bist denn du für ein Pistolenschütze? Ich brauche Eisenschrott, um. Ja, der Vogel ist weg. Ich kann nichts dafür, du hast ihn verscheucht. Ich hab da nur gestanden. Ja, verscheucht, sag ich ja. Er läuft an mir vorbei. Miau. Mimi. Miau. Okay. Der ist jetzt da runter, kann das sein? Suizidvogel, ja. Ah, er läuft jetzt aber wieder hoch. Das ist zum Glück überhaupt nicht verbuggt. Er ist nicht fertig, gut. Das Spiel. Ja, mir ist aufgefallen, ich brauche Eisenschrott für den Skill. Wie für den Skill? Du verschießt jedes Mal Eisenschrott mit? Na, ich habe doch diesen speziellen Pistolen-Skill, womit ich doch mehr Wucht mache. Ach so, ja, ich hätte jetzt einfach ganz normal mal geschossen. Ja, den muss ich natürlich dann erstmal wieder in die Schnellfähigkeitsleiste reinlegen. Du weißt, was ich meine? Bau mal den Kack hier ab, ich habe immer noch keine Spitzhacke. Ja. Das ist nur Salz. Ja, egal, da kommt ja was raus, eventuell. Ja, Käfer. Salz. Käfer. 3 Salz hinzugefügt. Du kannst auch nichts. Ja, aber du kannst auch einen normalen Pistolenschuss machen. Ja, aber den muss ich halt immer eine Schnellleiste legen. Geht er nicht mit links, wenn du die Pistole ausgerüstet hast? Nein. Was ist denn da unten für ein Untoter eigentlich, der da wandelt? Der ist ein Riese, ne? Ja, gib mir bitte einen kleinen Moment. Sonst stehst du plötzlich alleine beim Riesen. Ich muss kurz das Schießen raussuchen hier. Nachladen, Schießen oder so heißt das. Da ist ein Riese. Ja,
Magst du bitte die nicht angreifen? Weiß gar nicht, was du hast. Wo ist denn das? Oh, ich hasse dieses. Das ist einfach. Junge! Ey, es ist einfach nicht sortiert hier. Ich hab halt 4 reinen Skills. Ich hab keinen Pistolenschuss-Skill. Ja, ich hab auch. Doch, hab, hast, hat jeder. Den hat jeder von Anfang an. Ach ja, da rechts. Das ist einfach eine Pistole. Ja. Mit Feuerwehrsymbol außenrum. Ist bei mir in der zweiten Reihe ganz rechts, aber es wird über dir wahrscheinlich anders sortiert sein. Ja, wie gesagt, ich habe 4 Reihen. Nennt sich Feuern / Nachladen und genau. Ist eine Pistole vor Explosionshintergrund. Ja. No, I got it. Möchtest du diesen Riesen angehen? Ja, natürlich. Natürlich. Wieso sollte ich den nicht angehen wollen? So, dann rüste ich kurz meine Pistole aus. So, bist du soweit? Ja. Ja, dann schieß mal. Warte. Oh, da hast du aber eine reingehauen. Oh, der will zu mir. Der macht Blitze. Aber er blutet ganz gut. Ja. Ich hab ihn auch nochmal. Au! Au! Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Lichter! Und da fällt er. Mit seinen nackigen Füßen. 4 Mana-Steine. Was braucht man denn für irgendjemanden gerade Mana-Steine? Ach ja, der im Fass, der Herr Fassmann, der braucht noch Mana-Steine. Ja, Mana-Steine, ja. Fassmann. So, bin ein bisschen außer Atem, aber sonst geht's mir gut. Boah, ihr habt mir halt leider. Nee, ich hab. Achso, genau, ich hab so einen Blitz abbekommen. Genau, das heißt. Ja, du hast einmal ein bisschen geblitzt, Dings One. Genau. Ja. Ja, viel Schaden habe ich, deswegen wollte ich ja diesen anderen Schuss machen, ne? Das ist ja nur ein normales. Die macht ja auch mehr Wucht als alles andere. Ja, aber trotzdem, dass da 100 Wucht bei der Waffe steht. Und na gut, die Riesen sind zudem irrsinnig wuchtresistent. Die hau ich ja selbst mit der Hellebarde kaum um. Genau. Und nur so das ist gerade zu dieser Garten, da sollte man erstmal nicht rein. Die Dinger hauen dann ganz schön um. Ach ja. Wenn du willst, da rein willst, bitte. Aber ohne mich. Oh ja, ich sehe, da oben sind lustige. Ja, es sind so eine Art mechanische Golems irgendwie und die kämpfen mit der Art Rapier und. Also ich bin schneller gestorben, als ich gucken konnte. Diese. Diese Golem. Es gab Golem-Waffen. Ja, Beast-Golem-Waffen, ne? Habe ich in meinem Privatspiel schon ausprobiert. Nicht nur Beast-Golem, sondern. Okay. Ich glaube, hier hießen die nochmal anders, oder? Was? Sicher? Waren das auch Beast-Golem-Waffen, die man hier als Rezept lernen konnte? Glaube ja. Ich glaube, das war das Eisen übrigens. Ja, ich bin schnaubig. Da habe ich ja wieder Eisenschrott. Ja, Eisenschrott, ja, genau. Kann ich ja den anderen Skill doch wieder ausrüsten. Oh, ich hasse das sehr. Wo wollten wir jetzt eigentlich hin? Ach so. Zum Schiff. Zum Schiff. Und wo sind wir gelandet? Bei diesem, der ummauerte Garten. Okay, jetzt müssen wir also dann einmal nach Westen und dann nach Norden. Geh mal hin. Frag einfach nicht. Kann man noch helfen? Nein. Magst du das Salz hier abbauen? Mir kann man nicht mehr helfen. Komm mal her, bau mal Salz ab. Ja. Gott, Feuer nachladen. Ey, dieses System, der... Ist das geordnet? Ich glaube, die Idee, dass der Chris die Pistole lernt, war keine gute. Schuss, da haben wir ihn. So. So, warum willst du eigentlich einmal, unbedingt, dass ich Salz abbaue? Weil wir Salz zum Kochen brauchen und weil da auch lustige Käfer bei rauskommen können, links von dir. Ja, lustige Käfer. Okay. Du hast einfach kein Lootgespür. 3 Salz gefunden. Ja, und dann kann man gleich wieder kochen. Ich habe ja schönes Fleisch, dann kann man uns wieder schönen Eintopf machen. Kein Wunder, dass du immer ohne Essen rumrennst. Wenn ja, du das Salz nicht mitnimmst. Ja, weil ich dir das Looten überlasse. Unten ist Loot. Das Fleisch lootest du ja auch. Was sind das denn da hinten für Portale? Das sieht ja krass aus von hier. Ganz sicher bin ich mir noch nicht. Das sieht ja krass aus. Das ist in Richtung Süd. Das sind hoffentlich alles Dinge, die wir irgendwann mal erfahren werden. Höhle der Steintitanen haben wir. Oh, Höhle der Steintitanen klingt auch richtig gut. Wow. Und da unten ist noch riesiger Schwarm. Oase ja, der Nomaden. Uralte Ruinen. So, hier haben wir Eisenschrott. Turm des Klüngels der Winde. Da kannst du dich... wieder und Nägeleisen. Korgeln. Ja, nimm dir die Korgeln. Kannst du wieder 25 Stunden nachladen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.
mit frisch geladener Pistole und einem Chris, der schießt wie im Wilden Westen. Aus der Hüfte. Ja. Zack, zack. So geht das. Halt kennt. So kennt man mich. So ist das. Völlig Pro-Sniper. Und so. Wow! Warte! Was ist das? Folge! Der kann doch jetzt nicht Folgen ändern. Aua! So. Aua! Au! 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 Warte, du musst kurz meinen Rucksack abwerfen. Aua! Wollt mal Aua sagen. Wieso habe ich eigentlich meine Ich habe mein Schild nicht um. Naja, egal. Da muss ich ihn so umhauen. Wenn wir hier mal schnell... Oh, hier sind Larveneier. Und Mantisgranit. Das war ein Mantis. Ja, siehste. Massive Klaue eines Felsmantis. Dass wir darüber gesprochen haben. Haben wir den auch mal kennengelernt. Ist das nicht schön? Das ist nicht schön. Fantastisch ist das. Wo ist denn mein Rucksack? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Scheiße. Mantis. Ich muss mich verbinden. Kleinen Moment, sie werden verbunden. Und dann drücke ich auf den Aufnahmeendeknopf. Ich verspreche es. Guck. So geht das. Bis dann. Gut sieht's aus. Ciao.